Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro mit dem Gamer-PC i9-13900KF mit RTX 4090 für 3499 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Einmal kurz vorweg, wir hatten im letzten Video diesen Extreme Zocker PC Imperator V34 bei Hightech für 5.399 Euro und da wurde dann im Discord vorgeschlagen, hey, mach doch mal ein Video zu dem Dubaro PC und den haben wir auch hier und zwar kommt das von Entrox Martin, der hat einen Videovorschlag gepostet, das ist eben dieser PC und hier unten hat ein weiterer darum gebeten, dass ich bitte darüber ein Video mache. Dem Wunsch kommen wir natürlich nach, weil wir hier fast die gleiche Gaming-Leistung haben für 1.900 Euro weniger. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen bei Geizhals, ob das irgendwie noch passt, deswegen gehen wir diesen PC jetzt einfach Step für Step durch. Und kurz noch eine Sache vorweg, wir sind kurz vor den 10.000 Abos, ich bedanke mich schon mal recht herzlich dafür, das finde ich sehr, sehr geil. Und ihr wollt irgendwie halt ein Special haben und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ihr ein paar Ideen habt zu einem 10.000 Abo Special und jetzt sagt bitte nicht verlos eine Grafikkarte oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Weil ich habe jetzt noch keine richtige Idee, wäre aber ganz cool, wenn ich von euch eine Idee bekomme. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Das Bild ist absolut kein Fake, das Gehäuse halt mit den vorinstallierten RGB-Lüftern. Das war's. Da ist kein Regenbogen-Einhorn drin, da ist auch irgendwie kein Streifen drin oder RAM oder sonst was. Es ist einfach nur ein leeres Gehäuse und gut, die Anschlussmöglichkeiten natürlich. Aber so gefällt mir das. Entweder das leere Gehäuse, sage ich immer wieder, oder eben wirklich das System, wie es da steht. Starten wir mit dem Prozessor, das ist ein Intel i9-13900KF. Der hat 24 Kerne, 8 Performance und 16 Efficiency Kerne, beziehungsweise 32 Threads, weil die Performance Kerne natürlich Hyper-Threading haben, also 16 Performance Threads und 16 Efficiency Kerne. Das ist, wie im letzten Video schon gesagt, im Consumer-Bereich der stärkste Prozessor neben dem KS. Braucht kein Schwein. 13900KF braucht man auch nicht unbedingt zum Zocken, 13.6er reicht da ganz, ganz dicke. Nur es ist natürlich cool, wenn ihr zum Beispiel ein System sucht, irgendwie zum Videoschneiden auch und vielleicht ein bisschen rendern und in Blender arbeiten und so, da wird die Leistung schon abgerufen. Und dann ist das natürlich nice to have. Er hat eine TDP von 125 Watt und 253 Watt Maximum Turbo Power. Sprich, wenn alle Kerne richtig ballern, dann knallt er sich da 250 Watt rein. Der kann sich auch noch mehr genehmigen. Wenn ihr jetzt ein Board habt, wo ihr drauf übertakten könnt, weil es ja ein K-Prozessor ist, dann kann der sich durchaus mal 300 Watt reinpfeifen. Und dann braucht ihr auf jeden Fall eine gute Kühlung. Selbst eine 360er Wasserkühlung kommt da schon an ihre Grenzen. Ansonsten unterstützt der DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Wie in jedem Video sage ich immer wieder, könnt ihr auch schneller betreiben. 6400, 6800 MTS auf DDR5, vielleicht sogar 4000 MTS auf DDR4. Kommt auch immer ganz so aufs Board an. Es gibt einige Boards, die können über 7000 takten. Was eigentlich Quatsch ist, aber für Overclocker ist das ganz interessant. Und wie eben schon erwähnt, zum Stream geeignet, zum Zocken geeignet. Eigentlich alles, was ihr gerade so machen wollt. Und er kostet 603,38 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Endify Navis F360. Die hatte ich als 240er-Version schon bei mir hier als Review, hat einen 5800X gekühlt, war an der Grenze, weil der 5800X von AMD schwer zu kühlen ist, aber die 240er hat das gepackt. Die 360er wird für den Prozessor ausreichen. Ihr dürft jetzt nicht hergehen und die ganze Zeit Cinebench-Runs machen und so, also wirklich die ganze Zeit benchmarken, dann packt die das auch nicht mehr. Vor allen Dingen, wenn ihr den jetzt noch overclockt auf 300 Watt plus, dann packt ihr das auf gar keinen Fall. Ist jetzt nichts Besonderes, hat keine RGB-Beleuchtung oder so, ist ein ganz normales, schlichtes Design. Wir sehen auch hier bei diesem System, dass kaum RGB-Komponenten drin sind. Der RAM leuchtet nicht, das Mainboard leuchtet nicht, auch nicht die Wasserkühlung. Es gibt Leute, die wollen das auch so, das ist auch in Ordnung. Aber es gibt natürlich Wasserkühlung, zum Beispiel von Corsair, die haben dann schön noch beleuchteten Pumpenkopf oder auch von Deepcool, hatte ich auch schon bei mir im Test. Wer was fürs Auge will, nimmt vielleicht eine andere. Ansonsten hat die halt 3 Jahre Garantie, gut, ist auch jetzt nicht so viel, es gibt durchaus Wasserkühlungen auf dem Markt, die 5 oder 6 Jahre Garantie haben, aber die wird euch jetzt nach 3 Jahren nicht auslaufen. Und die kostet 114,98 € bei Mindfactory. Was ich übrigens immer wieder gefragt werde, wenn ihr so ein System nach Hause bekommt mit einer Wasserkühlung, nein, ihr müsst da kein Wasser reinfüllen oder ähnliches. Die sind vollständig befüllt, die halten auch diesen Pegel, natürlich über ein paar Jahre hat die eine gewisse Verlustleistung, was die Flüssigkeit angeht, aber ihr braucht da nichts mehr machen. Ihr kriegt das System nach Hause, schließt es an, läuft. Ihr müsst natürlich hier in dem Fall jetzt noch Windows installieren, dazu
Dazu habe ich aber ein Video gemacht, wie ihr euch so einen USB-Stick fertig macht und dann Windows installiert. Als Mainboard bekommen wir Gigabyte Z790 Gaming X inklusive WLAN und Bluetooth. Das wäre dann in dem Fall das Gigabyte Z790 Gaming X AX. Das steht einfach nur dafür, AX ist für WLAN und Bluetooth eben. Ist schon der aktuelle Z790 Standard, sprich wenn ihr jetzt selber so ein System zusammenstellt bei Geizhals und wollt selber bauen, braucht ihr kein BIOS-Update mehr machen. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier und drunter können noch 3 weitere SSDs verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und da unten ist wieder Platz für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang, könnt ihr auch für Lautsprecher benutzen. Netzwerkanschluss, 3x USB 3.0, USB Typ C ist mit am Start, 2x USB 3.1, 4x USB 2.0, dann hier den WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss und dann habt ihr halt noch die Onboard-Grafikanschlüsse, die ihr hier aber wiederum nicht benutzen könnt. Ich sag's immer wieder, das F bei einem Prozessor steht dafür, dass keine Grafikeinheit integriert ist, dementsprechend könnt ihr kein Bild ziehen, ihr müsst das über die Grafikkarte machen, würde ich auch jedem wärmstens empfehlen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das Hightech-System hat auf jeden Fall ein wesentlich besseres Board, hat auch viel mehr Anschlüsse, aber für diese Komponenten reicht das rein rechenleistungstechnisch, weil die Grafikkarte ist fast die gleiche wie bei Hightech und der Prozessor ist der gleiche wie bei Hightech. Warum bei der Grafikkarte fast? Weil wir nicht wissen, welche wir bekommen. Bei Hightech war es, glaube ich, eine KFA2, hier ist es beliebiger Hersteller, kann auch sein, dass ihr die gleiche bekommt. Aber es ist relativ egal, ob ihr jetzt eine Asus, eine MSI, KFA2 oder sonst was in dem System habt, die unterscheiden sich um ein paar Prozentpunkte, je nachdem, ob es jetzt eine OC-Karte ist oder eben nicht. Der große Unterschied ist meistens das Kühldesign und das ist bei den meisten Karten völlig in Ordnung. Und das kostet 249,99 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher, 32 GB, 2x16 GB, also Dual Channel, DDR5 Corsair 5600 MHz Vengeance. Wenn man tiefer in die Details geht bei Dubaro, sieht man, dass es CL36 RAM ist mit 5600 MTS. Das ist ziemlich wenig. Es ist halt einfach so. 32 GB ist okay. Ich hätte gerne 6000, wenn nicht sogar 6400 MTS gesehen. Wir erinnern uns, bei Hightech war es DDR5 6000. Gut, das sind jetzt 400 MTS mehr, aber es ist mehr Leistung, muss man so sagen, wie es ist. Der ist auch nicht irgendwie RGB-beleuchtet, das habe ich ja eben schon erwähnt. Das ist wirklich so ein System, wo kaum RGB-Beleuchtung drin ist. CL36 finde ich auch ein bisschen meh. CL32 wäre cool gewesen, den gibt es aber von Corsair, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es gibt auf jeden Fall von anderen Herstellern CL32er RAM-Kits. Das könnt ihr bei Dubaro natürlich auch noch aufrüsten. Ihr habt, glaube ich, maximal 6000 MTS. Dann kostet das ganze System natürlich wieder mehr. Aber das würde ich jedem empfehlen. Und er kostet 148,10 € bei BEA Computer in Österreich oder 149,89 € bei Mindfactory in Deutschland. Die Festplatte ist eine 2 TB Kingston Fury Renegade M.2 PCI Express 4.0 SSD. Und die ist schon scheiße schnell, weil es eben eine PCI Express 4.0er ist, lesen 7300 MB die Sekunde und schreiben 7000 MB die Sekunde. 2 Terabyte in der Preisklasse, ja, kann man noch machen. 4 hätte ich mir gewünscht. Das Problem ist, wir gucken gleich mal auf die Geizhals-Liste und dann seht ihr, das war einfach nicht mehr drin. Wenn ihr mehr Speicher braucht, konfiguriert es euch nach. Aber die reicht eben auch ganz dicke zum Zocken. Ich sag ja schon bei 3500 MB die Sekunde, dass die ganz dicke reichen, ganz locker. Selbst so eine Kingston NV1 mit ihren 1500 oder so reicht auch zum Daddeln. Aber ist ganz nice to have, why not? Und die kostet 189,89 € bei csvdirekt.de. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Be Quiet Straight Power 11. Wir erinnern uns, bei dem Hightech-System, da hatten wir 1300 Watt. Da habe ich selber sogar gesagt, ich würde 1000 verbauen, weil das halt schon ein bisschen viel ist. Hier haben sie 1000 Watt. Das hat 5 Jahre Garantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Ist ein gutes Netzteil. Kann man machen dafür. Passt auch zu der Hardware, ist nicht zu viel, nicht zu wenig, ist in Ordnung. Und das kostet 172,89 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Kolink Observatory Z Mesh ARGB mit Glasfenster. Das hatten wir eben schon auf dem Vorschaubild gesehen. Hier sind 3 RGB-Lüfter, 120 mm in der Front vorinstalliert und einmal 120 mm RGB beleuchtet im Heck. Dazu kommt jetzt natürlich noch die Wasserkühlung, das heißt, ihr habt ganze 7 Lüfter in diesem System und eine Mesh-Front. Das ist in Ordnung. Hier sieht man auch Radiatorgrößen, also man könnte sie vorne verbauen, aber da sind ja diese Luffys schon drin. Dann baut man sie einfach oben rein, da passt auch 360 mm rein. Qualitativ kann ich zu dem Gehäuse nicht viel sagen. Ich kann nur auf die technischen Aspekte eingehen, weil ich hatte es leider noch nicht da, aber für das System ist das in Ordnung. Wenn ich mir ein 3500-Euro-System kaufe, nehme ich ein anderes. Zum Beispiel ein CA300H von Shakun oder vielleicht sogar von BeQuiet, ein 802er. Das sind sehr, sehr gute Gehäuse. Aber für das System reicht es aus. Ihr habt ja auch noch die Auswahl bei Dubaro. Je nachdem könnt ihr dann entweder mehr bezahlen oder weniger. Und das kostet 139,90 € bei CaseKing.de. Ansonsten, Betriebssystem ist optional erhältlich. Denkt daran, es ist grundsätzlich bei Dubaro so, ihr kriegt das Betriebssystem nicht vorinstalliert. Macht euch wirklich vorher einen USB-Stick fertig an eurem alten PC, kauft irgendwo einen Key und dann knallt ihr das da
rein. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein im Reklamationsfall, da ist kein Pickup und Return mit dabei. Ihr habt 2 Jahre Garantie und müsst das Ding dann selber zur Post bringen oder eurem Postboten das in die Hand drücken, wenn er bei euch klingelt. Und ich weiß nicht, ob ich es eben erwähnt habe, bei der 4090, den FPS-Test dazu findet in der Videobeschreibung, ist aktuell einfach die stärkste Grafikkarte auf dem Markt. Ist halt einfach so. Kommt selbst AMD nicht ran, wollen sie auch gar nicht herausfordern, großartig. Also damit macht er nichts falsch, habe ich auch bei dem Hightech-System schon gesagt. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.468,13 €. Das System soll kosten 3.499 €. Ja, ist fast gleich wie Geizhalsliste. Ich habe jetzt auch die günstigste Grafikkarte genommen. Es gibt natürlich auch deutlich teurere, die dann nochmal 50 € mehr kosten. Aber rein technisch gesehen und vom Preis her ist das eigentlich ein gutes System. Rüstet den RAM noch auf. Ich zeige euch mal eben, was ich noch ändern würde. Also bei dem Gehäuse habt ihr natürlich die freie Wahl, sofern denn dann die Grafikkarte auch reinpasst und die Wasserkühlung. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein BeQuiet PureBase 500 DX nicht passt. Weil hier muss die 360er Wasserkühlung in die Front. Und wenn dann die Grafikkarte da reinkommt, stelle ich mir schwierig vor. Könnte eng werden. So, und jetzt haben wir hier die Sache mit dem Arbeitsspeicher. Natürlich geht nur DDR5. Da würde ich schon auf Minimum 6000 MHz gehen. Da könnt ihr zum Beispiel den Kingston Fury Beast nehmen. Der ist ganz in Ordnung. Natürlich könnt ihr auch auf den Corsair Vengeance RGB gehen. Dann habt ihr sogar noch ein bisschen RGB-Beleuchtung mit da drin und eben 6000 MTS. Kostet 25 € mehr. Ist also nicht die Rede wert. Also im Endeffekt, preislich gesehen, wirklich ein faires System, wenn ihr den RAM noch ändert. Technisch auch völlig okay. Ich will jetzt aber nochmal festhalten, auch wenn das System viel zu teuer war, wir müssen wirklich daran denken, dass hier ein stärkeres Netzteil drin war und ein besseres Mainboard unter anderem, ja? Dass ihr da Bescheid wisst. Dubaro setzt da jetzt auf günstigere Varianten, die aber auch tadellos funktionieren. Gut, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr noch weitere Vorschläge habt zu anderen Systemen, einfach in den Videovorschläge-Kanal auf Discord schicken. Denkt dran, wenn ihr unseren Discord joint, macht euch erst einen Account, wartet 5 Minuten und kommt dann auf den Server, sonst werdet ihr automatisch gebannt. Wir hatten mal irgendwann eine Botwelle und da werden alle neuen Accounts gebannt. Und schlagt mir vielleicht was vor für das 10.000 Abo-Special. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.